Hat übrigens auch einen extra Haltestellenbremsenknopf. Hier, den hier. Ohne Türfreigabe direkt. Sehr praktisch. So. Problem ist, hier kann man nicht Gas geben und dann fährt der. Das geht nicht. Nee, das geht nicht. So, ah, jetzt darf ich. So, und jetzt nehme ich mir ein bisschen was Platz ein. Oh, guck mal, weiße, nicht texturierte Züge. Ich bin um sie, ich muss keine Texturen laden. Oh, guck mal, da auf dem Bus. Hm, sexy. Gott sei Dank, da kam doch einer. Oh, Grüße von der Hinterachse. Nummer 1, Nummer 2. Ich wette mal, dass ich da auch irgendwas andetschen werde. Nee, nicht? Tatsache nicht. Cool. Cool. Oh, und hier ist wieder alles zugeparkt, ey. Kollegenschweine. Nein, können die ja nichts für. Ist nur alles so untexturiert. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist aber einfach Omsi. Die ist einfach kaputt. Ich glaube, da rechts wollen die Leute einsteigen. Kann das sein? Ja. Das ist mal die Frage. Wo muss ich hin? Guck da, wo die Leute einsteigen. Ich werde links anecken. Oder auch nicht. Ah, doch, ich bin angeeckt, aber er zählt es nicht als das. Kurzstrecke, ich hab heute Abend bei mir. Strapse. Tschüss, es ist jedes Mal witzig. Ich weiß auch nicht warum. Strapse. Rum, 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 rum. Okay. Ich frage mich, warum die sich immer so aufregen. Und fum fum. So, sehr schön. Nur 2,4 Minuten Verspätung. Geht ja fast. Ach so. Nächster Halt. Manningen Zentral. Nächster Halt. Mösendorf Dreieck. Mösendorf Dreieck. Sehr schön. So, ich könnte mal den hier machen. Haltestellenbremse. Hall. Hall, Haltestellenbremse. Hm, hm. Ja, ich bin ruhig. Ich bin einfach ruhig. So, da links ist doch auch eine Busspur, ne, eigentlich. Naja. Egal. Das ist mir egal. Oh, oh, oh. Das ist mir egal, oh, oh. Das ist mir egal. So, jetzt ist aber hier Ruhe mal hier, ne? Mal nehmen. So, berghoch, meine Güte, quält er sich. Zur Information, dass ich rechts überhole, für alle. Und dann erst bemerke, dass ich hier rechts abbiegen muss. So,
Ja. Puh. Herzlich willkommen bei uns. Upsala. Okay. Das war jetzt gerade aber auch mal ein schneller Stopp, ey. Nächster Halt. Mühlendorf, kein Bus. Kein Bus. Aha. Doch, da fährt doch einer. So. Achtung, Hubbel. Da war er. Und da hinten ist kein Bus. Was mit Cottbus? Das ist mein Kreuz. So. Guten Tag. Guten Tag. Eine kurze Fahrt, bitte. Danke. Das war bestimmt nicht gesund für den Motor, was gerade passiert ist. Okay, ich kann die Tür während der Fahrt einfach öffnen. Gut zu wissen. Na, der Herr. Frische Luft. So. Ach, da hinten erst. Ja, dann. So, schön. Nächster Halt. Mösendorf Bummelstraße. Habt ihr gehört? The Bummelstraße. Bummel, Bummelstraße. Oh, 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 ach so, hier muss ich raus. Oh Gott. Ich kann nicht bremsen, also nicht gut bremsen. So, guten Tag. Gerne. Kriegst ein Ticket, natürlich kriegst ein Ticket. Jetzt. Ah ja, stimmt. Jetzt kommt das ja wieder. Und rum. Und jetzt gibt's mal die Ansage. Nächster Halt. Lernmehl. Ich gehe dafür ja immer vom Gas runter, damit ihr das auch hören könnt, ne? Ist das nicht nice? Ich finde das voll nice von mir. Löwenzahn. Guten Tag. Danke, din. Salah. Alter, was ist denn jetzt los? Jetzt! Hört sich gerade 3x, 4, 5 mal richtig böse verschalten. Achso, warte. Und bei 50, genau, pass auf. Nächster Halt. Kurstädter Kurstadt. Kurstädter Kurstadt ist auch. Ich finde die Namen immer noch gut. Es gab ja Leute, die haben sich da derart über aufgeregt, als wenn es ihr Lebensende wäre, dass das passiert ist. Nicht runterladen, ignorieren. Das ist das Ziel.
was man anstreben sollte, wenn man es nicht mag. Runterladen, abfeiern, wenn man sowas lustig findet. Also mein Advice, runterladen, lustig finden. Und Dach. So. Der Karren lässt sich übrigens saugut fahren, muss ich mal so feststellen. Man merkt eigentlich fast gar nicht, dass man noch ein G und noch ein G hinten dran hat. Finde ich voll angenehm. So. Jetzt sind wir hier wieder auf diesem Landweg. Es kann sein, dass ich bin die Linie beim letzten Mal aus der anderen Richtung gefahren und deswegen habe ich das nicht mitgezeigt. Auf jeden Fall ist es was Tolles, was ich euch zeigen möchte. Und deswegen fahren wir ja hier gerade nochmal. Nächster Halt, Hofengartenschule. So. Ein Hybrid davon wäre geil. Hybrid oder Elektro? Elektro-AGG. Geil. Wie dieser Autotram da, dieses 35 Meter Monster. Das hat einen Hybridantrieb. So, mal gucken, wie viele Achsen wir haben. Eins. Zwei. Drei. Da war sie. Und noch eine. Die hat man aber, fühlt man hier vorne schon nicht mehr. Ich muss hier aber nicht einmal rumfahren, ne? Es wird so nämlich jetzt schon grausam genug hier. So. Das ist ja schon ist ja ein kleines Innsbruck hier. So, jetzt gucken wir mal von oben. Ich darf jetzt vor allem nicht zu stark einschlagen, weil sonst knallt mir hinten der hinterste Teil voll gegen die Hauswand. Und wenn ich zu wenig... Ja, passiert genau das, knall ich links gegen die Hauswand. Er ist einfach zu lang eigentlich dafür. Also viel zu lang. Und ich weiß jetzt nicht, was jetzt war. Ist der mir hinten drauf gerammelt oder was? Warum Oh. Hätte ich auch nichts für. Nächster Halt. Hofengartenkirche. Da kracht er mir einfach hinten drauf. Was für eine Arschgeige. Ja, komm, mach die Türen wieder zu. Ist alles scheiße hier. Geht doch. Gut, muss ich nicht verstehen. Arsch, habe ich einen Menschen angefahren. So, und wir müssen jetzt leider auf Selbstüberleben hier gehen.